Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein wahrer Gott. Amen. Schenke uns, Herr und Gott, die Erkenntnis deiner göttlichen Worte und erfülle uns mit dem Verständnis deines heiligen Evangeliums, mit dem Reichtum deiner göttlichen Gaben und mit den Gnadengaben deines heiligen Geistes. Gib uns deine Gebote mit Freude zu halten und deinen Willen zu vollbringen und zu erfüllen und des Segens und des Erbarmens würdig zu werden, die von dir kommen, unser Herr und Gott, in Ewigkeit. Amen. So. Herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde. Ja, wir sind jetzt bei Kapitel 6 des heiligen Matthäus-Evangeliums und Vater Johannes, bitte lesen. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Vielen Dank. Ja, das Almosengeben ist für uns Christen etwas sehr, sehr Wichtiges. Nächstenliebe zu leisten, für unseren Nächsten da zu sein und unserem Nächsten zu helfen. Die heiligen Kirchenväter haben das auch schön geprägt, indem sie sagen, der Überfluss der Reichen ist der Besitz der Armen. Und das war der heilige Augustinus, der diesen Satz geprägt hat, in besonderer Weise. Gott hat ja alle Güter gerecht verteilt, aber einige Menschen haben mehr, andere haben weniger. Almosen geben ist etwas, was für uns Christen ein absolutes Muss ist. Das heißt also, sich der Not und der Schmach des Nächsten hinzugeben, um eben zu helfen. Almosen sind aber auch etwas, was man bedürftigen Menschen gibt, aber auch, sagen wir mal, indem man eine Spende gibt, der Kirche, irgendeiner Institution, irgendeinem Verein, die man unterstützen möchte. Hier möchte Christus, dass wir diese Dinge im Verborgenen tun. Im Verborgenen tun bedeutet, dass wenn wir Almosen geben, Menschen spenden oder irgendeiner Institution etwas spenden, dass das im Verborgenen insofern bleibt, dass das etwas ist, was zwischen Gott und mir persönlich ist, ohne dass man dadurch versucht, Ansehen zu gewinnen bei den Menschen oder indem man versucht, durch Almosen sich irgendeinen Rang eben zu erkaufen, indem dann die Menschen einen Lob preisen und behaupten, man sei barmherzig und so weiter. Es gibt tatsächlich Menschen, die spenden, weil sie von den anderen gepriesen werden möchten. Hier sagt Christus, wahrlich, ich sage euch, die das eben öffentlich tun, um von den Menschen gepriesen zu werden, diese haben ihren Lohn schon empfangen, denn das, was sie ja wollen, das bekommen sie schon. Sie werden von den Menschen gepriesen, sie werden von den Menschen gemocht.
Du aber, wenn du Almosen gibst, so soll es im Verborgenen sein. Und unser Vater, der in das Verborgene hineinsieht, wird es uns öffentlich vergelten. Es gibt so viele Menschen, die tun verborgen viel Gutes. Und der Herr vergeltet ihnen, indem er das, was sie geben, wirklich 30, 60, ja hundertfach zurückgibt. Das, was der Herr im Evangelium auch immer wieder sagt, das, was du siehst, das wirst du ernten, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das ist sowohl im Guten so, als auch im Bösen. Wer Gutes tut, darf darauf vertrauen, dass Gott ihm vergelten wird. Gutes vergelten wird, um ein Vielfaches. Deswegen ist es so wichtig zu erkennen, dass man nicht durch Geiz reich wird, sondern durch Freigebigkeit. Es gibt so viele reiche Menschen auf Erden, die sind wirklich geizig. Und man erlebt das, je reicher, desto geiziger. Man erlebt aber bei armen Menschen, je ärmer, desto freigebiger. Und wenn man ihnen in die Augen schaut, dann sieht man, wie reich sie sind, weil sie innerlich Freude haben und der Herr für sie da ist. Einmal meinte jemand, den ich persönlich sehr gut kenne, es gibt viele Dinge, die ich mir in meinem Leben früher nicht leisten konnte, aber weil ich es in der Liebe zu Christus getan habe, hat der Herr mir so viele Dinge zukommen lassen, für die ich nie bezahlt habe. Das heißt also, durch Umwege schenkt dann der Herr das, was man gibt. Und jetzt nimmt der Herr ein Beispiel oder ein Bild in den Heiligen Mund, indem er sagt, deine linke Hand soll nicht wissen, was deine rechte tut. Links und rechts hat ja eine große Symbolik, auch in Israel gehabt, in unserem Glauben sowieso, indem wir ja immer von der rechten Seite insofern sprechen, weil aus der rechten Seite das Gute kommt. Und jetzt sagt Christus, deine linke Hand soll nicht wissen, was deine rechte tut. Das heißt also, dass man in dem Moment, wenn man von sich aus etwas Gutes tut, ja es sofort praktisch wie in einen abgrundtiefen Brunnen hineinschmeißt und vergisst, was man getan hat. Nicht damit dann diese schlechte Seite in einem selbst hochkommt, indem man dann versucht wird, Hochmut zu üben oder dass man glaubt, man sei besser als andere oder dass man dann glaubt, man hat sich jetzt irgendetwas erkauft und könnte nun andere Menschen ja regelrecht befehlen, oder hätte Macht über sie. Es gibt so viele Menschen, die Gutes tun, nicht um das Gute willen, sondern um Herr über sie zu sein. Und da möchte ich uns allen wirklich auch ans Herz legen, wenn so eine Begebenheit da ist, wenn jemand kommt und möchte uns etwas Gutes tun, aber wir wissen, dass nach dieser guten Tat Vorwürfe kommen, lass die Finger davon. Gute Gabe ist etwas, was aus einem guten Herzen kommt, was im Verborgenen geschieht und zwischen Gott und einem selbst bestehen bleibt. Jetzt gibt es aber natürlich, sagen wir mal, Veranstaltungen, wo für einen guten Zweck gespendet wird. Aber selbst da, wenn man da genauer mal hineinschaut, wer spendet da etwas und was für Beträge werden gespendet? Diese ganzen Beträge sind immer relativ und wer spendet, sind oft auch welche, die einen großen Namen haben. Aber die, die wirklich aufopferungsvoll dienen und helfen, sind oft die, die namenlos bleiben möchten. Insofern sind das eben für uns auch Vorbilder im Almosengeben. Und der Herr möchte, dass wir uns in dieser Tugend üben. Warum möchte er das so unbedingt, dass wir im Verborgenen dies auch tun? Damit wir dem Geist des Hochmuts entrinnen und im Geist der Demut verweilen, weil es auch Demut braucht, das Gute, was man getan hat, für sich zu behalten. Und in dem Moment vertrauen wir auf Gott, dass der Herr es sieht und dass der Herr uns vergelten wird. Ein letztes noch dazu. Wenn wir aber Gutes tun, dann sollten wir nicht Gutes tun, weil wir dann im Kopf nachrechnen werden, aha, wenn der Herr mir jetzt 30, 60 und 100-fach gibt, dann werde ich ja dies und jenes bekommen. Dann ist es wertlos. Man soll das Gute tun, um das Gute willen, weil wir in Christus Gutes tun wollen. Wie der Herr, wann der Herr uns vergelten möchte und ob er uns vergelten möchte, das soll ihm überlassen bleiben, so wie er das will. Aber wir, bitteschön, schweigen darüber. Bitte weiter.
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Vielen Dank. Das rechte Beten. Es gibt Menschen, die stellen sich eben in die Gassen oder an Gassen und erscheinen dann sehr, sehr fromm. Solche gibt es immer noch. Und die gibt es natürlich immer und überall. Und zu der Zeit Christi gab es sie in besonderer Weise. Allein wenn wir an die Pharisäer denken und an die Sadduzäer, die dann wirklich als die Frommen im Volk so viel Macht auch hatten, weil die Menschen in ihnen große, gerechte und heilige, fromme und gottnahe Personen sahen. Christus sagt, tut es nicht so wie diese Heuchler. Jetzt gibt es aber ein Problem. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, aber darum gehe ich nicht in die Kirche, weil der Herr gesagt hat, wir sollen nicht wie die Heuchler vor den anderen beten, sondern wir sollen in unser Kämmerlein gehen und dort beten. Deswegen, wenn ich bete, dann bleibe ich daheim und gehe nicht in die Kirche. Das ist eine Irrlehre. Dazu kommen wir aber noch mehr und mehr, warum das eine Irrlehre ist, aber um das mal anzuschneiden. Der Herr sagt doch, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen, bin ich mit ihnen. Wenn zwei oder drei über eine Sache übereingekommen sind, mich zu bitten, denen werde ich es geben. Das ist wieder eine andere Textstelle. Oder, wie wir jetzt gleich dazukommen werden, das Vater Unser. Allein wenn wir jetzt schon beten, Vater Unser, dann ist das nicht mein Vater, also persönlich nur Gott und ich allein, sondern egal wie alleine ich bin im Gebet, es ist immer ein Gebet in Gemeinschaft, denn es ist unser Vater, der für uns alle da ist. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, wenn der Herr sagt, dann schließe dich ein in dein Kämmerlein und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das Geheimnis liegt einzig und allein darin, wenn ich zum Beispiel in der Kirche bin und es sind 1000 Gläubige versammelt in der Kirche in der göttlichen Liturgie, dann soll man, obwohl 1000 anwesend sein, so beten, als ob man alleine dort ist. Und wenn man alleine in der Kirche ist, soll man aber so beten, als ob 1000 anwesend sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dem Beter macht es nichts aus, wer mit ihm und um ihn herum ist, sondern er ist ganz allein auf Gott fokussiert und betet in der Gemeinschaft. Insofern spielt es keine Rolle, ob er sich allein oder mit anderen wiederfindet. Und gleichzeitig, wenn er alleine ist, dann betet er nicht wie ein Egoist nur für sich, sondern er betet für alle Glaubensgeschwister, ja, für das ganze Heil der Welt. Und das ist damit gemeint, mit dem er schließt sein Kämmerlein zu. Das bedeutet, er schließt sein Herz ein und bleibt wie im Verborgenen vor Gott, obwohl noch andere da sind. Das ist damit gemeint. Weil sonst gäbe es ja nie gemeinschaftliches Gebet und gleichzeitig hat ja auch der Herr nicht nur im Verborgenen gebetet, sondern der Herr hat ja auch die Lobpreisung zu seinem heiligen Vater öffentlich immer ausgetragen. Das ist ja auch ein Gebet. Beten ist ja nicht nur Bitten, sondern auch Lobpreisen, Danksagung. Beten ist ja auch mal in die Stille gehen, mal nichts reden, Gott erlauben, in mein Herz hineinzureden. Und deswegen sagt der Herr, verschließ dich in dein Kämmerlein und Gott, dein Vater, wird es euch öffentlich vergelten. Euer Vater wird es euch öffentlich vergelten. Damit wird ja auch aufgezeigt, wenn wir für das Heil der Welt beten, für einander beten, für uns selber beten, dass er in dieser Gnade des Gebetes Gott in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit in uns arbeitet, uns bekehrt, uns zu ihm führt, immer näher, unsere Mitmenschen zu ihm führt, immer näher.
Und darum sollen wir nicht unser Gebet zur Schau stellen, sondern unser Gebet muss immer ein inniges Gebet sein, was aus dem Herzen herauskommt und nicht ein Gebet sein, weil gerade so viele Menschen um uns herum stehen. Darum sind wir Christen, wenn wir beten, ob auf der Straße, ob im Zug, im Flugzeug, im Auto, mit Freunden, bei Fremden, dann ist dieses Gebet kein heuchlerisches Gebet, sondern es ist ein Gebet, was aus dem Herzen kommt und wir möchten für das Heil der Welt beten und stellen es nicht zur Schau. Deswegen ist es auch fatal, wenn man zum Beispiel gewohnt ist, daheim vor dem Essen zu beten, das Heilige Kreuzzeichen eben zu machen und dann geht man mal in ein Restaurant und würde sich schämen und würde es nicht machen. Das wäre heuchlerisch, es dort nicht zu tun. Warum? Weil man sich hier des Herrn schämt, der einem die Möglichkeit gegeben hat, auswärts zu essen. Und wenn ich dann daheim bin und mache dann das Gebet, verrichte es, dann sage ich eigentlich, Gott, jetzt kann ich es machen. Jetzt brauche ich mich nicht zu schämen. Darum schämt euch nicht, das Heilige Kreuzzeichen immer über euch zu zeichnen, egal wo ihr seid. Nicht um andere zu provozieren, aber um das, was eben mit euch und in euch ist, zu heiligen. Und das ist wertvoll. Man erlebt das immer wieder, dass durch authentisches Auftreten, auch im Gebet, was innig ist, was vom Herzen herkommt, was lauter ist, immer auch andere wie ein Feuer ansteckt. Und diese Menschen dann auch sich berühren lassen für Gott. Darum spricht auch der Herr, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, durch viele Worte werden sie erhört werden. Seht ihr, manchmal haben wir diesen Fehler, dass wir glauben, wir müssten Gott irgendetwas erzählen. Immer wieder kommt dieses Thema auch so zum Vorschein. Es gibt Menschen, die sie möchten beten, aber sie können nicht richtig beten. Manchmal ist das Herz so voll, man möchte so viel reden, aber das Herz ist so voll, dass kein Wort aus dem Munde kommt. Und da sage ich immer wieder Folgendes. Das Gebet ist nicht nur einseitig. Das Gebet kommt von beiden Seiten. Gott spricht zu mir und ich darf zu Gott sprechen. Wenn ich rede als Beter, dann kann ich Gott nichts Neues erzählen. Es gibt ja nichts Verborgenes, wo Gott sagen würde, jetzt hast du mir etwas erzählt, was ich nicht wüsste. Aber der Grund, warum Gott uns zuhört, ist, weil er weiß, dass unser Menschenherz, dass es ihm gut tut, wenn wir das aussprechen, was in unserem Herzen ist. Deswegen hört Gott in seiner Sanftmut und in seiner Liebe uns zu und schenkt uns die Zeit, uns zuzuhören. Und wenn wir jetzt den Fehler machen, reden, reden, also beten und beten, beziehungsweise reden und reden, um Gott irgendwie zu gefallen, machen da Schluss und verlassen den Raum, beziehungsweise die Kirche, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum wir leer ausgegangen sind. Denn Gott sagt dann, und wo war jetzt die Zeit, die du mir gegeben hast, zu dir zu reden? Du bist nur am Reden, aber du lässt mich nicht zu dir reden. Und das ist ganz wichtig für uns Christen, das zu entdecken. Schön ist das Gebet, das persönliche Gebet, wenn man jetzt daheim ist zum Beispiel, dass man das Kreuzzeichen macht, dass man zu Gott betet, was im Herzen ist, auch das Vaterunser, zu welchem wir jetzt gleich kommen werden. Dann aber auch eine gewisse Stille ins Gebet hineinbringen, indem wir sagen, Herr, hier bin ich, dein Knecht bzw. deine Magd, hör dir zu. Und einfach mal ruhig sein, einige Minuten ruhig sein. Wenn ihr das für euch verinnerlicht, werdet ihr euch wundern, wie viele wunderbare Sachen der Herr euch immer wieder neu ins Herz legen wird, wo man sagt, auf diesen Gedanken wäre ich sonst nie gekommen. Das ist nicht ein menschlicher Gedanke, sondern das ist dann eine Gnade, ein Gedanke, den Gott uns ins Herz legt, aus dem wir dann Kraft und Freude schöpfen können. Man tut aber gut daran, diese Gedanken, diese Impulse, die man dann ins Herz hineinbekommt, auch mit seinem geistlichen Vater zu bereden, damit nicht auch noch die menschliche Eigenschaft mit in diesen Gedanken hineinkommt und man dann das, was man eigentlich als Gnade und Gabe geschenkt bekommen hat, durch seine
menschliche Art und Weise doch missinterpretiert, nicht versteht und dann falsch handelt. Deswegen sagen die heiligen Mönchsväter auch immer wieder, was du tust, das tue mit dem Segen deines geistlichen Vaters, denn da, wo der Segen des geistlichen Vaters ist, da wird definitiv kein Fluch ruhen. Und so entrinnt man aus der Versuchung und kann dann ganz gewiss sein, ich befinde mich auf dem Wege Gottes. Bitte weiter. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vielen Dank. Das Vaterunser ist ja das christliche Gebet, welches der Herr uns geschenkt hat. Und es ist wichtig für uns, hier wirklich Satz für Satz einzutauchen. So sollen wir also beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Wisst ihr, als die Israeliten bis hin zu Christus Jahwe angebetet haben, dann war Gott für sie so erhaben, aber auch gleichzeitig so ein ferner Gott, unantastbar, dass man nur mit Ehrfurcht diesen Namen, wenn überhaupt seinen Namen, nennen, erwähnen, in den Mund nehmen darf. Christus sprengt diesen ganzen Rahmen und sagt, unser Vater, der du bist im Himmel. Er macht aus diesem Gott, der für die Menschen wie fern erscheint, so erhaben ist, so unantastbar ist, einen so nahen Gott, dass er nicht fern ist, sondern unser Vater ist. Als Vater haben wir Gott, der uns das Leben schenkt, der uns beschützt, der uns behütet, der uns immer nahe ist, der uns Geborgenheit schenkt, der unser Leben bewahrt und in dem wir Schutz finden. Ein echter Vater ist auch jemand, der ununterbrochen für seine Kinder da ist. Man braucht keine Gesprächstermine, sondern er ist da. Und darum heißt es auch immer wieder wunderbar in der Kirche, Gott ist nicht fern, er ist immer nur ein Gedanke fern. Oder er ist nur ein Wort fern. In dem Moment, wenn ich ihn anrufe, ist er schon da. Er ist nicht irgendwo. Er ist da. Damit zeigt Christus, dass Gott so nahe ist, dass er liebend ist und unser Vater ist, der sein Leben für uns hingeben möchte, damit wir das Leben in Fülle haben. Im aramäischen Urtext hat Christus die Worte ausgesprochen, Abun de Bashmayo. Das Wort Abun, also im Deutschen unser Vater, zwei Worte, unser Vater, im Aramäischen Abun ein Wort, aber das Wort Abun ist auch zusammengesetzt aus zwei Worten, und zwar Abo Dilan. Abo Dilan bedeutet sehr formal unser Vater. Aber Abun, so wie der Herr es ausgesprochen hat, ist nicht ein formaler Vater, sondern ein liebender Vater. Und das ist leider in der deutschen Übersetzung nicht rausgekommen. Und damit zeigt uns Christus, er ist mehr als nur ein Vater, er ist ein liebender Vater. Und er sagt nicht, mein Vater, der du bist im Himmel, sondern unser Vater, der du bist im Himmel. Und das widerlegt schon die ganze Irrlehre des 20., 21. Jahrhunderts, immer wenn es heißt, ach, Christentum oder Glaube sei Privatsache. Glaube ist niemals Privatsache.
Denn wenn es Privatsache wäre, dann würde Gott immer nur im Singular sprechen. Aber er möchte, dass wir im Plural zu ihm sprechen. Unser Vater. Somit ist es nicht mehr eine Privatsache. Denn ich nehme meine ganzen Glaubensgeschwister mit hinein, für die ich bete. Und sie beten gleichsam auch für mich. Und hier zeigt Christus, ja, was gehört denn dem Vater? Dem Vater gehört das, was er seinem Kind vererbt. Das heißt also, da wo der Vater wohnt, da wohnen seine Kinder. Darum zeigt Christus auf, dass Gott im Himmel ist, im Himmel wohnt. Damit richtet er unsere Augen gen Himmel, indem er aufzeigt und uns ins Herz legen möchte. Erkennt ihr, wo eure Wohnstätte ist? Eure Wohnstätte ist im Himmel. Sie ist nicht auf Erden. Darum hat der heilige Ephrem der Syrer, der von 303 bis 373 gelebt hat, diesen wunderbaren Satz geprägt. Wir Christen haben hier keine Wohnstätte. Nichts gehört uns. Hier wohnen wir nicht. Kein Haus, keine Wohnung, kein gar nichts. Unsere Heimat ist einzig und allein der Himmel und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und wenn wir sagen, dafür lohnt es sich zu kämpfen oder so, wie es dieser heilige Kirchenvater geprägt hat, dann meint er damit, durch Fasten und Gebet, durch Buße, durch Gottes- und Nächstenliebe, es gibt für uns Christen keinen anderen Kampf. Geheiligt werde dein Name. Der Name des Herrn ist heilig. So heißt es auch immer wieder in der Heiligen Schrift, die Seraphim, die Cherubim heiligen den Namen Gottes, der Name Gottes ist heilig. Aber damit möchte uns Christus etwas ins Herz legen, den Engeln gleich zu werden und gleichsam den Namen des Herrn für uns in unserem Leben zu heiligen, zu preisen, indem wir ihm danken, indem wir ihm die Liebe schenken, die in uns ist, indem wir die Liebe, die er zu uns hat, erwidern zu ihm. Denn es gibt so viele Menschen, die heiligen den Namen Gottes nicht, indem sie ständig gegen Gott lästern, ihn verneinen, ihn von sich weisen. Das sind Menschen, die heiligen den Namen Gottes nicht. Also fordert uns Christus gleichsam auf, den Namen des Herrn, der ja heilig ist, zu heiligen durch unseren und in unserem Lebenswandel und in dem, was wir Gott erwidern in unserer Liebe. Dein Reich komme ist ein Satz, der nicht einfach so ausgesprochen werden kann, genauso wie die anderen Sätze auch, aber mit dem Satz Dein Reich komme, stellt uns Christus vor einen ultimativen Tag. Wenn das Reich Gottes kommt, dann heißt es, der jüngste Tag bricht an, damit das jüngste Gericht. Niemals kann ein Christ von ganzem oder aus ganzem Herzen sprechen, Dein Reich komme, wenn er an der Sünde festhält. Denn wenn man an der Sünde festhält, wird man schlecht zu Gott sagen können, Dein Reich komme, denn mit seinem Reich bekomme ich die ewige Verdammnis, weil ich an der Sünde hartnäckig festhalte. Damit möchte uns Christus ins Herz hineinlegen, dass wir umkehren. Denn nur in der Umkehr können wir Gott aus ganzem Herzen anflehen und sagen, Dein Reich komme. Anders können wir es nicht. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. All das, was Gott will, das geschieht ohne Wenn und Aber im Himmel. Natürlich kann Gott diese ganze Welt auch steuern ohne Wenn und Aber. Aber der Mensch ist es, der ständig Wenn und Aber sagt. Aber Gott ist ja uns Menschen nicht unterwürfig, er steht ja über uns, aber er respektiert unseren freien Willen. Wenn jetzt der Herr uns lehrt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, dann möchte er uns ins Herz legen, dass wir für uns realisieren, dass wir berufen sind, engelgleich zu werden. Dass wir nicht mit Gott diskutieren über das, was Gott von uns möchte, sondern dass wir uns dem hingeben und dass wir wie Engel ihm treu sind, ihm gehorsam sind, ihn lieben und das ausführen, was er von uns möchte. Darum sagen die Schriften der Kirchenväter, zum Beispiel über die Mönche, ja, ein Mönch ist zwar dem Leibe nach noch ein Mensch, aber in Wahrheit ist es ein Engel auf Erden. Denn die Engelstugenden sollen im Mönch sein. Das Mönchsleben stellt eigentlich die Perfektion oder die,
die vollkommene Art und Weise des christlichen Daseins auf Erden dar. Deswegen kann man das auch auf die Gläubigen bringen, indem man dann sagt, nehmt euch das als Vorbild, diese Tugenden. Ihr seid zwar Menschen, wir sind zwar Menschen, aber wir sind berufen, engelgleich zu sein. Gib uns unser tägliches Brot. Er sagt nicht, gib uns ein Festmahl jeden Tag. Er sagt auch nicht, Herr, gib uns all das, was du erschaffen hast, reichlich. Nein, sondern gib uns das tägliche Brot. Mit dem täglichen Brot zeigt uns Christus, dass wir dankbar sein sollen für alles, was auf dem Tisch ist. Denn ob es uns schmeckt oder nicht schmeckt, ganz gewiss, es gibt so viele Millionen Menschen, die haben nichts auf diesem Tisch. Sie haben nicht einmal einen Tisch, um etwas zu essen. Und deswegen fordert Christus diese Dankbarkeit von uns, dass wir Gott danken für all das, was wir bekommen. Und er möchte unser Sinnen nicht auf dieses Weltliche belassen. Darum fügt er es in diesem wunderbaren Wort, unser tägliches Brot gib uns heute. Also das, was uns fürs Leben reicht, damit ist, oder dafür steht das Brot. Das, was uns reicht, da kann es ein Teller Reis sein, ein bisschen Gemüse sein. Drum, meine Lieben, es ist nicht gut, wenn wir Christen aufgrund des Essens böse werden, wenn wir energisch werden, wenn wir streiten. Darum haben die Kirchenväter ja auch dieses Fasten in die Kirche mit hineingebracht, damit wir wirklich jeden Genuss der Speisen wertschätzen können außerhalb der Fastenzeit. Aber die Fastenzeit lehrt uns zu verzichten und diese Schule des Verzichtes tut uns gut und ist für uns Menschen notwendig, weil der Mensch sonst regelrecht wie ein Tier wird, wenn er seinen Gaumen nicht zügelt, denn der Magen ist wie ein Ofen und wenn er ständig brennt, dann wird der Körper Dinge tun, die man später bereut. Ja? Aber dieses Wort, gib uns unser tägliches Brot heute, hat auch noch eine andere Bedeutung. Wir haben hier erlebt, wie der Satan den Herrn versucht und sagt, mach aus diesen Steinen Brot. Und Christus sagt, der Mensch lebt nicht nur aus dem Brot allein, vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Das Brot ist auch eine geistliche Nahrung, indem man die Heilige Schrift liest und zu Gott betet und sich von Gott berühren lässt. Das ist notwendiges Brot, das ist notwendige Nahrung. Jetzt geht es noch in einen anderen Bereich hinein, dieses Brot ist Christus. Darum sagt der Herr, ich bin das Brot des Lebens. Und ich sage euch wahrlich, mein Leib ist Speise, mein Fleisch ist Speise. Das ist es, was ich der Welt zum Heil eben gebe, mein Leib und mein Blut. Wenn jetzt der Herr sagt, gib uns unser tägliches Brot heute, dann lädt er uns ein, ihn zu empfangen. Und wenn ich ihn nicht immer in der göttlichen Liturgie empfangen kann, durch die heiligsten Gaben Leib und Blut Jesu Christi, dann kann ich ihn aber empfangen, da wo ich bin, mit einem lauteren Herzen, wenn ich zu ihm bete. Aber in der vollkommenen Art und Weise, immer in der göttlichen Liturgie. Darum ist es so wichtig, dass ihr die göttlichen Liturgien kontinuierlich besucht und immer wieder auch kontinuierlich durch die Beichte euch darauf vorbereitet, den Herrn in Reinheit zu empfangen. Und dann wird das Leben in uns eingehen und wir werden Leben in Fülle haben. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist es eben. Schaut, jeder Mensch, jeder von uns hat Schuld vor Gott, Sünden vor Gott. Spätestens an jedem Abend knien wir vor Gott und sagen, Herr, vergib uns unsere Missetaten von heute. Und wir erbitten uns immer wieder vom Herrn die Vergebung. Oder im Mysterium der Beichte, ganz sakramental, wo wir dann losgesprochen werden von unserer Sünde. Aber hier legt Gott seinen Finger auf die Wunde, indem er sagt, wenn ihr vergebt, dann vergebe ich. Und darum müssen wir das so in den Mund nehmen, Herr,
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben. Wenn wir reichlich vergeben, dann vergibt Gott uns reichlich. Wenn wir geizig sind im Vergeben, dann wird Gott sehr sparsam sein, uns zu vergeben. Nicht, weil er nicht möchte, sondern um uns vor Augen zu halten, wie wir mit dem Nächsten verfahren. Es gibt manchmal Sünden oder Schuld, die an einem verübt wird, die man nicht, sagen wir mal, gleich vergeben kann. Und das ist etwas, was man in der Seelsorge auch immer wieder hört, was ich höre, was zu mir herangetragen wird, wo ich sage, hab den guten Willen zu vergeben, bitte Gott, dein Herz zu berühren, um vergeben zu können, und arbeite und bitte darum, vergeben zu können. Gott kennt unser Herz. Es gibt manchmal Situationen, wir können nicht von jetzt auf gleich vergeben. Aber was wir können, ist daran arbeiten, um zu vergeben. Und das ist es, was der Herr von uns möchte, dass wir einander vergeben, denn Gott sehnt sich danach, uns zu vergeben. Und schlussendlich, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, Gott versucht nicht. Aber Gott lässt Versuchungen zu. Es gibt Prüfungen, es gibt Versuchungen. Gott prüft. So wie er zum Beispiel Abraham geprüft hat, indem er gesagt hat, opfere mir deinen Sohn Isaak, deinen einzigen, den du liebst. Und Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und dann am Ende hat Gott gesagt, tu ihm nichts. Das war nicht eine Glaubensprüfung, weil Gott wissen wollte, wird Abraham es tun oder nicht. Sondern Gott wollte Abraham zeigen, wie weit sein Glaube geht. Und erst dann hat Abraham verstanden, wie tief sein Glaube überhaupt ist. Und durch dieses Verständnis hat dann das gläubige Volk Israel und dann schlussendlich wir Christen in Abraham ein Vorbild bekommen des Gehorsams. Nur in der Prüfung weiß ich, wie sehr ich Gott liebe. Gott prüft. Aber die Prüfung, mit der Gott prüft, ist keine Prüfung, durch die ich sündigen kann. Das ist der Unterschied zur Versuchung. Aber der Satan versucht. Der Satan versucht, uns Menschen dahin zu verleiten, um zu sündigen. Wehe dem, der ihm zuhört, denn er wird dann ins Verderben gehen. Das ist eine Versuchung. Wenn wir nun sagen, Herr, befreie uns von dieser Versuchung, dann bitten wir Gott gleichsam, dem Bösen nicht die Macht zu geben, uns zu versuchen, wobei wir aber wissen, dass Gott uns niemals über unsere menschliche Kraft hinaus versuchen lässt. Deswegen ist jede Sünde, die der Mensch tut, Sünde aus eigenem Handeln, nicht weil er nicht anders konnte. Das ist eigentlich auch ein Thema für sich. Wann ist Sünde Sünde? Sünde ist, wenn man etwas bewusst und willentlich getan hat, sofern man aber davon nicht wusste und es unwillentlich getan hat, obwohl es Sünde ist, gilt es nicht als Sünde für einen. Ihr seht, was der Unterschied zwischen einer Prüfung und einer Versuchung ist. Also, errette uns von dem Bösen. Das ist dann dieser Drang eben, den wir zu Gott haben, uns von dem Bösen zu befreien, zu erretten. Und Gott möchte das tun. Aber wir ziehen das Böse an uns und in unser Leben hinein, wenn wir der Versuchung nachgeben. Jetzt müsste man wieder fragen, oder könnte man fragen, warum gibt es Versuchungen? Durch die Versuchung weiß man, wie sehr man Gott und seinen Nächsten liebt. Das ist genauso wie ein Paar, was sich neu gefunden hat und behauptet, sie lieben sich innig. Das können sie gar nicht wissen. Niemals kann ein Mensch seine Liebe grenzenlos zu seinem Partner, zu seiner Partnerin bekunden, wenn sie nicht durch Hoch und Tief, durch Feuer und Wasser gemeinsam gegangen sind. Jede Ehe, jede Verbindung, die an kleinen Problemen in den ersten Momenten scheitert, das war eine Illusion. Aber die Ehe, die Verbindung, die hält, durch dick und dünn, so wie wir das sagen, ist eine Verbindung, die in Liebe fundiert ist.
Und was ist das für eine Liebe? Das ist keine egoistische Liebe, sondern eine Liebe, die in Gott fundiert ist. Darum halten die Ehen, die Verbindungen, die in Gott eingegangen werden, auch ein Leben lang. Und dann am Ende eben, denn dein ist das Reich. Also, das alles können wir von Gott und dürfen wir und sollen wir von Gott erbitten, denn sein ist das Reich. Das bedeutet, du hast die Macht, dir gehört alles, o Herr, und die Kraft und die Herrlichkeit. Nichts ist Gott gleich und bis wann? Bis in alle Ewigkeit. Das bedeutet, Gott ist gestern, Gott ist heute, Gott ist morgen. Ihm gehört die Herrlichkeit, ihm das Reich, ihm die Kraft, ihm gehört alles. Er ist der Einzige, der uns das alles geben kann. Und er ist der Einzige, der uns vor allem Bösen bewahren kann. Und darum flüchten wir uns zu ihm in dem Bewusstsein, dass dieser mächtige Gott unser liebender Vater ist. Ist das nicht herrlich? Und wenn man das für sich verstanden hat, dann ist es ganz anders, wenn man das Vaterunser für sich und in der Gemeinschaft der Kirche betet. Bitte weiter. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Vielen Dank. Wir müssen von zwei oder unter zwei Fasten unterscheiden. Es gibt das allgemeine Fasten, was es in Israel auch gab. Ich gebe ein Beispiel. Jona wurde ausgesandt in die Stadt Ninive und drohte ihnen das Gericht über die Stadt an. Und die ganze Stadt tat in Sack und Asche Buße und Gott zerstörte diese Stadt nicht. Das ist ein allgemeines Fasten, wo alle in Sack und Asche gingen, also Asche auf ihr Haupt streuten und einen Sack angezogen haben und sich auch in die Asche setzten, beziehungsweise in die Asche sogar legten. Dann gibt es persönliche, private Fasten. Diese Fasten sind dann etwas zwischen Gott und dem jeweiligen ganz allein. Die Kirche sagt immer wieder, ein persönliches Fasten ist ein Fasten außerhalb der Fastenpraxis der Kirche, wie vor Ostern, vor Weihnachten und so weiter. Jedes persönliche Fasten soll mit dem Segen des geistlichen Vaters getan werden. Warum das? Weil es viele gibt, die sich ein strenges Fasten auferlegen und zerbrechen darunter. Aber durch die Anleitung des geistlichen Vaters wird ein Maß gefunden, der gut ist, der vernünftig ist und der der Sache im geistlichen Sinne gerecht werden kann. Jetzt gab es unter dem Volk Israel, wie gesagt, in besonderer Weise dann die Pharisäer, die außerhalb des gesetzlichen allgemeinen Fastens persönliches Fasten sich auferlegt hatten und tatsächlich Asche auf ihr Haupt streuten und durch die Straßen gingen mit zerlumpten Kleidern, um von dem einfachen Volk gepriesen zu werden, ach wie streng sie in Buße und mit sich selbst umgehen, damit sie gelobt und gepriesen werden. Und das hat Christus zum Heuchlertum ausgerufen. Christus sagt nicht, das Fasten ist heuchlerisch. Ganz im Gegenteil, Christus trägt uns ja das Fasten auf, indem er sagt, diese Art von Dämonen geht und fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Das heißt, man kann die Mächte des Bösen bezwingen durch Gebet und Fasten. Wir sollen fasten. An einer anderen Stelle heißt es, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird, das ist ja er, werden sie fasten. Und da ging es um die Jünger. Gleichzeitig hat der Herr selbst 40 Tage gefastet. Also ihr seht, um was es geht. Wenn wir das jetzt auf unser kirchliches Leben eben übernehmen, dann erkennen wir, dass das gesetzliche kirchliche Fasten in der Gemeinschaft der Kirche wunderbar ist. So haben alle Gläubigen Ahnung davon, jetzt ist Fastenzeit, man fastet gemeinsam. Das ist auch nicht heuchlerisch, ganz im Gegenteil. Man tut ja auch gemeinsam trauern und man tut gemeinsam sich freuen. Man tut gemeinsam fasten, um gemeinsam
die großen Feste der Kirche zu feiern. Das heißt, die Gemeinde geht als Familie durch die Trauer hinein in die Freude. Wenn man sich aber ein persönliches Fasten auferlegen möchte, dann sollen wir unser Haupt salben, also wir sollen uns zurechtmachen. Von außen her soll man nicht erkennen, dass man gefastet hat oder dass man fastender ist. Und in dem Moment, weil es ja ein persönliches Fasten ist, weil man ja von Gott in besonderer Weise Gnade und Erbarmen erbeten möchte, dieses verborgene Fasten wird er dann so segnen, dass er uns Erhörung schenkt, in dem, wie er es für gut erachtet in unserem Leben. Aber wenn man fastet und möchte das zur Schau stellen, dann darf man definitiv von Gott nichts erwarten und dann preisen zwar die Menschen einen hoch, aber man selber weiß, es ist nichts wert. Deswegen lernen wir ein verborgenes Leben im geistlichen Sinne, im gesunden Sinne als Christen zu leben. Bitte weiter. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vielen Dank. Ja, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, wo Motte es zerstören können und Diebe es stehlen können. Und dann reden wir natürlich über alle irdischen Güter. Wir sollen aber Schätze sammeln im Himmel. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir Schätze im Himmel sammeln? Durch gute Werke. Darum sind all jene, die sagen, der Glaube allein reicht, Werke braucht es nicht. Das ist eine Irrlehre. Der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist ja genauso, wie wenn man nur ein Lippenbekenntnis ausspricht und dann folgt nichts anderes mehr. Man sieht den Glauben anhand der Werke und die Werke, die im Glauben vollzogen werden, werden im Segen getragen sein. Alles nun, was man in der Gottesliebe, in der Nächstenliebe, in der Barmherzigkeit tut, diese Dinge sind dann wie geistliche Schätze, die im Himmel aufbewahrt sind, mit denen Gott uns vergelten wird. Die kann uns niemand stehlen. Die kann auch niemand zerstören. Nichts kann sie zerstören. Deswegen, wenn ich reich sein möchte, dann begehre ich etwas Gutes. Aber bitte schön nicht reich, damit ich ein großes Sparkonto habe, sondern dann bitte schön reich im Himmel durch Glauben, durch gute Werke, indem ich die Liebe lebe und somit reich bin in den Augen Gottes. Wie oft sind die Reichsten dieser Welt wirklich die Ärmsten? Erstens, sie können nicht wirklich Freunde haben, weil sie nicht wissen, ob ihre Freunde sie wollen oder ihr Geld. Wie schotten sie sich nur ab, weil sie Angst haben, dass irgendjemand einbrechen könnte? Wie viele Bodyguards laufen um sie herum, um sie zu beschützen? Das sind ganz arme Seelen, augenscheinlich reich, aber wirklich arm. Wir Christen sind berufen, reich zu sein. Gott möchte, dass wir reich sind, aber er möchte nicht, dass wir reich sind in diesem weltlichen Sinne, sondern reich sind in ihm. Und da gibt es so, so viele herrliche Beispiele, wie der Herr große Heilige eben auch beschenkt hat und wo man dann gesehen hat, wie eben wahrer Reichtum aussieht. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und so ist es. Je reicher man irdisch ist, desto mehr hängt man daran. Und egal wohin man geht, man denkt nur an diesen Schatz, den man besitzt.
Und wenn man aber einzig und allein Gott begehrt, dann ist man so auf Gott fokussiert, dass Gott unser Leben erfüllt und wir, egal wo wir sind, sorgenlos sind und reich in ihm sind. Wir haben keine Angst, irgendwo zu sein, irgendwo hinzugehen, denn uns kann man ja nicht stehlen. Es gibt ja nichts mit uns oder bei uns, was man uns entreißen könnte, denn unser Reichtum ist tief in unserem Herzen. Das heißt, es lebt mit uns und schlussendlich nehmen wir es mit uns in sein Reich. Darum, da wo unser Schatz ist, dort wird auch unser Herz sein. Es ist so paradox, wenn fromme Christen geizig sind. Das ist genauso, wie wenn man in eine Schale Wasser und Feuer gleichzeitig haben möchte. Geizige Menschen können nicht abgrundtief fromm sein, denn ihr Herz hängt am Weltlichen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Das ist natürlich hier in Westeuropa schwer zu verstehen. Im Orient spricht man immer noch davon, das Auge, was bedeutet es? Schaut, durch das Auge kommen ja alle Einflüsse, alle Einblicke mit hinein ins Herz. Man begehrt durch das Auge, man sieht durch das Auge und wie gesagt, man begehrt, man wird eifersüchtig, man wird neidisch, beziehungsweise man gönnt etwas seinem Freund, man freut sich für seine Freunde, für seine Verwandte, für seine Familie. Wenn das Auge gesund ist, wenn das Auge Licht ist, also wenn es ein reines Auge ist, wenn es den anderen alles gönnt, dann ist der ganze Leib hell, Licht. Warum? Weil in dem Moment hat man keinen Hass im Herzen, man hat keinen Groll, keine Eifersucht, kein gar nichts. Man hilft, man freut sich, man ist mildtätig, man schenkt, man teilt. Alles ist Licht. Aber wenn das Auge finster ist, dann ist der ganze Leib finster, denn aus dem Groll entsteht Mord, Totschlag, Diebstahl, Unzucht, Ehebruch und so weiter. Darum ist das Auge auch Sinnbild für das Herz. Denn das, was man sieht, dringt sofort ein ins Herz. Damit möchte uns Christus zeigen, hast du ein reines Herz, ist alles in dir rein. Hast du aber ein schlechtes, ein finsteres Herz, dann wird alles, was aus deinem Herzen kommt, deine Worte, deine Gedanken, deine Taten, finster sein. Und darum hat der Herr es auch gefügt, dass das Auge jenes Licht ist, was ins Herz hineindringt. Wenn man sich nicht mehr in die Augen schauen kann, wie wir das allzu oft haben, dann bedeutet das, dass das Auge eigentlich verrät, was im Herzen ist. Aber wenn man im Herzen rein miteinander ist, kann man sich auch in die Augen schauen. Und das ist ja auch das, was wir in den Seligpreisungen geschenkt bekommen. Selig ihr, die ihr ein reines Herz habt, denn ihr werdet Gott schauen. Also ist das Auge unmittelbar verbunden mit dem Herzen. Das Auge, sofern es rein ist, dann hat dieser Mensch ein reines Herz und man muss sich vor diesem Menschen nicht fürchten. Aber wenn sein Auge unrein ist, sein Herz unrein ist, dann sollte man vorsichtig sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Wir wissen, es gibt nur einen Herrn und einen Gott und das ist unser Herr und Meister, Jesus Christus. Aber mit Absicht nimmt der Herr den Mammon in seinen heiligsten Mund und sagt, zwei Herren, Gott und Mammon. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die das Geld, den Mammon, anbeten. Sie machen den Mammon zu ihrem Gott. Aufgrund des Geldes zerbrechen Ehen, zerbrechen Familien, Gesellschaften, all diese Kriege, die es gibt, übel in der Welt, aufgrund des Mammons. Die Industrie verdient daran an diesen Kriegen und so weiter. Ihr seht, wer dem Mammon anhängt, hängt dem Satan an und macht ihn regelrecht zu seinem Gott. Und wenn wir Menschen wenigstens für eine Sekunde sehen dürften, wie hässlich er ist, dann würde jeder sich vor ihm fliehen. Niemand würde ihn anbeten wollen. Aber dieses indirekte Anbeten tun so, so viele Menschen.
So, so viele Menschen. Und wenn man sie damit konfrontiert, werden sie böse. Sie werden aggressiv. Aber wenn dem nicht so ist, warum werdet ihr aggressiv? Hört einfach weg. Oder hört drüber. Wieso werdet ihr aggressiv? Denn das Herz oder das Geheimnis im Herzen wird aufgedeckt. Ihr hängt dem Mammon an. Jeder, der dem Geld, dem Materiellen anhängt, macht sich zum Sklaven dessen. Und schlussendlich hatten wir ja auch in den Versuchungen erlebt, als der Satan den Herrn versucht hat, indem er sagt, wenn du dich niederwerfst und mich anbetest, will ich dir all diese Reiche geben, denn mir gehören sie. Der betet den Teufel an, diese Illusion, die einen dann ins Verderben führt. Wir beten allein Christus an und deswegen ist es gut, meine Lieben, sich immer wieder zu erproben, wie sehr das eigene Herz am Mammon hängt oder nicht. Spenden, fasten, Werke der Barmherzigkeit tun und immer hineinhorchen. Tut es mir weh oder tut es mir nicht weh? In dem Moment, wenn es anfängt weh zu tun, weil man dem hinterher trauert, dann sollte man ganz bewusst weitermachen. Weitermachen, bis diese Gier mit der Wurzel ausgelöscht ist aus dem Herzen. Denn es verdirbt wirklich den Charakter. Bitte weiter. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Vielen Dank. Ja, sorgt euch nicht um euer Leben. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Und um unsere Kleider, darum geht es der Welt. Und darum geht es wirklich. Wenn wir das wieder in den Mund nehmen müssen, dann tun wir es natürlich. Warum zerbrechen denn Familien und Ehen und Verbindungen und so weiter? Sie zerbrechen genau an diesen Dingen. An diesen materiellen, an diesen ganz vergänglichen Dingen. Um die Sorge um diese Dinge. Wie viele Menschen, reden wir mal von Vätern, die auswärts arbeiten, nur an den Wochenenden nach Hause kommen, sehen aber ihre Familie nicht, ihre Kinder nicht, verdienen aber dafür gutes Geld. Aber sie verstehen nicht und sehen nicht, dass sie nichts von ihren Kindern haben. Und wenn dann die Kinder groß geworden sind und sie haben überhaupt keine Beziehung zu ihren Kindern, dann wundern sie sich, was hat das Geld gebracht, wenn sie ihre Kinder verloren haben? Und was bringt es, wenn Ehepartner immer wieder davon reden, sich selbst zu verwirklichen, außerhalb und die Kinder einfach weggeben und die Kinder Fremde in ihren eigenen Häusern werden und die Eltern für sie selber als Fremde werden? Sich selbst zu verwirklichen ist nicht, indem man seine Kinder und seine Familie im Stich lässt, sondern im Gemeinsamen. Uns Christen muss es um etwas anderes gehen. Uns geht es um das Reich Gottes. Und darum führt auch Christus weiter auf. Seht euch die Vögel an. Seht euch das Gras an. Wie herrlich euer Vater im Himmel all das umsorgt.
Und dann spricht der Herr, Salomo war nicht so gekleidet wie eine dieser Lilien. Salomo, der große König Israels, war es gewohnt, in reinem Gold sich zu kleiden. In reinem Gold. Seine Kleider waren aus reinem Gold. Und hier sagt Christus, und nicht einmal seine Kleider waren so schön wie diese Lilien, die heute sind und morgen nicht mehr. Darum ist es so leichtsinnig für uns Christen, wenn wir uns darum sorgen. Darum sagt der Herr, um all diese Dinge geht es der Welt. Warum geht es denn der Welt um all diese Dinge? Weil sie Gott nicht kennen. Wer Gott nicht kennt, der denkt auch nicht an das Reich Gottes, der denkt auch nicht an das ewige Leben. Jeder Mensch, der an Gott nicht glaubt, denkt sich, mit meinem Tod ist alles vorbei, also lass mich alles ausleben. Sie reißen sich darum, alles zu sehen, alles zu essen, alles zu genießen. Dafür gehen sie auch krumme Wege ein, indem sie kriminell werden. Hauptsache, sie haben alles ausgekostet. Und schlussendlich leben sie, um zu sterben. Darum sagt der Herr, um all diese Dinge geht es der Welt, euch soll es aber nicht darum gehen. Und darum sagt er auch, ihr Kleingläubigen, wenn wir an Gott glauben, aber uns geht es um diese Dinge, so wie es der Welt um diese Dinge geht, dann ist unser Glaube klein, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Uns soll es um das Reich Gottes gehen, alles andere wird euch dazugegeben werden. Und ich erlebe das in diesem Kloster, in meiner geistlichen Arbeit immer wieder. Immer dann, wenn ich ganz persönlich Gott etwas hinlege vor seine heiligsten Füße und es mir in der Arbeit nur um ihn, um seine Ehre geht und um das Heil der Menschen, dann merke ich, wie der Herr es immer wieder fügt, dass von verschiedenen Seiten Menschen zu einem kommen, die behilflich sein wollen bei diesem Werk. In einer Art und Weise, die man sonst nicht hätte bekommen können. Die darauf bedacht sind, Gott zu dienen und immer nur darauf ausgerichtet sind, was das Reich Gottes betrifft, das sind nicht Menschen, wo die Welt über uns sagt, wir seien Hinterbliebene, wir verstehen nichts von der Welt. Nein, wir haben genau verstanden, um was es geht. Denn das, was die Welt uns geben kann, das, was sie uns bietet, ist im Ansatz nicht das, mit dem wir uns abgeben und zufrieden geben wollen, sondern wir geben uns nur mit dem zufrieden, was von Gott kommt, was ewiglich bleibt, was uns tagtäglich erfüllt, bis ins ewige Leben hinein. Darum sagt der Herr, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, sorgt euch nicht um die Speise, um die Kleidung. All das wird euch gegeben, wenn ihr euch um eines kümmert, um euer Seelenheil, um das Reich Gottes. Gott wird uns dann umsorgen und uns helfen, genauso wie er das getan hat mit der Speisung der vielen Tausenden und aus wenig Leibern Brot diese tausenden Menschen gespeist hat. Aus nichts kann Gott alles machen. Er ist nicht bedürftig, er ist Schöpfer und bedarf nicht irgendeiner Sache, um aus dieser Sache etwas zu machen, sondern er weiß, was wir brauchen und aus dem Nichts heraus gibt er uns die Fülle. Und darum sagt der Herr am Ende, jeder Tag hat seine eigenen Sorgen und seine eigenen Plagen, die genügen. Wisst ihr, das ist genau das, was uns ja auch immer wieder einholt. Den Fernseher anmachen, die Nachrichten hören, dann wird man schon deprimiert nach den ersten 5 Minuten. Das sind die Sorgen und Nöte und Plagen der Welt. Aber wir Christen wissen, wir lassen uns nicht unterkriegen, denn unser Herr und Meister hat diese Welt überwunden und er ist mit uns alle Tage unseres Lebens. Und die Gewissheit dann schlussendlich auch zu haben, dass mit keiner Sorge wir unserem Leben auch nur eine Elle hinzufügen können, bedeutet auch, wir können in Gott nie am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen sein. Das bedeutet, wenn wir in Gott leben und unser Leben Gott vollkommen geben, dann sind wir immer zu jeder Zeit am richtigen Ort. Dann wissen wir, dann wurde unser Leben nicht irgendwie verkürzt, weil wir falsch da waren. Und wir wissen auch,
wenn wir versuchen, klug zu handeln, indem wir immer versuchen, wegzurennen, werden wir auch so unser Leben nicht verlängern können, sondern wir werden das volle Maß des Lebens in Christus dann so haben, wenn wir in ihn eintauchen, ihm vertrauen und alles Gute allein von ihm erwarten. Darum, uns darf es nur um sein Reich gehen, und gepriesen sei der Name des Herrn, das soll für heute reichen. Wir beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein wahrer Gott. Amen. Unserem Herrn Jesus Christus sei Lobpreis, Danksagung und Anbetung für seine lebendigen Worte an uns und seinem Vater, der ihn zu unserer Erlösung gesandt hat, und seinem lebendigen Heiligen Geist, der uns Leben spendet, jetzt und alle Zeit in Ewigkeit. Amen. Der Frieden und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.